Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. So, und wir machen jetzt weiter mit Quests. Ich meine, Story. Ja, Story wollte ich sagen. Was wollte ich sagen? Ja, wir haben jetzt 7 Parts nur Nebenquests gemacht und ich glaube, eingehängt das Smiles raus. Deswegen würde ich sagen, wir machen ein bisschen mit der Story weiter bis vorm finalen Kampf. Danach allerdings geht es wieder weiter mit den Nebenquests. Da wir allerdings bei einigen Sachen jetzt die Hände gebunden sind, wie zum Beispiel bei den ganzen Waffen, die ich hier schmieden muss, dualisieren manche natürlich, ich keine einzige von denen herstellen kann. Ich kann keine einzige von denen herstellen und das kotzt mich an, weil ich Scherben auch und ich mag gar nicht mit den Scherben. Jedenfalls, zu spät zur Umkehr. Ja, das sagen wir nochmal im letzten Part. We believe that Lambda and King Richard have traveled deep into Affinia's core. Then let's take the shuttle to the world's eye and find them. You're probably tired of hearing this, but we must risk all, including our lives, in the upcoming battle. I hope you are truly prepared. The fate of Affinia rests in our hands. It's kind of terrifying to think about. Ah. But you don't have your scared face, Sharia. That's because I'll be facing it with all of you. All right, I think we're all finished with preparations. Now, let's do this. Yeah. Right. Wait, hold on. Come on, Hubert. The Oswell family vault is located somewhere in the Stratton Desert. It is possible that its contents might prove useful in the upcoming battle. Where exactly is it? I don't know its exact location, but if we use the vault to make a meticulous search, we might well stumble upon it. All right. And if anyone has any other places they want to check, we'd better do it now. Ja. Nö, mach mal im nächsten Part. Also nicht im nächsten Part, aber vor dem finalen Kampf. Jetzt mal ein bisschen Story wieder. So, mir ist aufgefallen, als ich hier, keine Ahnung, am Kaufen war. Juhu, ich habe schon so viele Stempel, dass ich mir eine magische Katar kaufen kann. Und zwar Presseas Katar. Besten Dank für die Hilfe beim Ergebnis meines Vaters. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Soweit bin ich noch nicht in Symphonia. Jedenfalls, wir machen uns dann jetzt auf zum Welten, nee, nicht Weltenauge, Gaia-Schacht. Und gucken wir mal, wie es da aussieht. Wenn wir da fertig sind, dann tun wir erstmal wieder Nebenquests machen. This is the way to the Lostalia. And this is our last chance to make things right. You said going down here would be like entering Lambda himself, yeah? We can't worry about that now. We'll simply have to face whatever is waiting for us. Sophie shared her power. Now all that's left is for us to trust each other. Okay. Ja, ich habe noch. Warum habe ich das schwarze Zeug? Ich habe ein bisschen trainiert wieder. Die ganzen von schnell trainiert konnte ich die. Aber egal. Oh, das ist eine Truhe. Oh, das ist ein Skip. Ganz nach unten. Springen wir. How big this is. The ruins on the surface continue all the way down. So my theory was right. I saw some documents on Fodra that outlined a big plan for moving the Lostalia. Moving the Lostalia? They wanted the core of our world? Nope, the exact opposite. I think the Amarcian predecessors moved the Lostalia out of Fodra and into Affinia. I see. Then this would be the area they used to transport it. Probably. Okay. Irgendwie nur die Hälfte verstanden, was sie gesagt hat. Egal. Ich bin nicht hier zu verstehen, ich bin hier zu Let's Play. Teleportieren. Und die Musik, die erinnert mich an die letzte Dungeon-Musik von Tales of the Abyss. Aber dazu sollte ich wohl besser nicht mehr sagen. Weil einige das Spiel vielleicht nicht gespielt haben. Warte mal hier. Ja, Galt. Ist auch richtig schnell wieder nach unten gegangen, hat Galt. Da haben wir hier noch gar nichts. Na, ja, laufen wir für Viecher um. Finale Endkampfmusik. End-Dungeon-Musik meine ich natürlich. Ich habe übrigens mal auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gestellt. Damit wir nicht mehr so einfach hier durchkommen. Und mir erst irgendwann das Leben schwer machen wird, hoffe ich natürlich nicht, aber. Oh Gott! Ich glaube doch. Mein Gott, die Gegner, die sind ja voll stark jetzt. Ja, 11 Leuchten. Haben wir überhaupt schon gesehen. Oh, fuck.
Leck mich. Ja, ich werde noch ein paar Mal hier rein und raus. Und wo kommst du her? Also ich glaube, ich kann den Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen runterstellen wieder. Leck mich. Spam! Spam mal schön diesen Angriff. So, jetzt mal wieder so viel spielen. Ja, verdammt. Komm schon. Hast du nur diese an irgendwie? Ich glaube, ich habe nur die eingestellt, oder? Ja. Ja, weil er dafür einen Titel braucht, deswegen. Egal, lass mal erstmal. Angriff bringt's. Jetzt auch irgendwie nur gleich rein. War eigentlich nicht so geplant. Wow, das war ein Kampf. Da war ein Kampf. So, gucken wir mal, was hier neu ist. Jetzt habe ich natürlich den Finsterton an. Das heißt, die Viecher spawnen verdammt schnell. Okay, hier ist nichts mehr, deswegen gehen wir weiter. Gegen zu viele Gegner möchte ich auch nicht kämpfen. Weil. Oh, ich kann Geschwindigkeitsgrad noch ein bisschen unterstellen. Weil sind wir ewig hier beschäftigt. Ja. So. Release! Critical Blade! So, geil. Nein, ich bin tot. Ja. Oh, fucking. Ja. Da ist für mich ein Zeichen, dass der Schwierigkeitsgrad so hoch ist. Okay. Reicht. Oh Gott. Raus. Böse. Böse. Das ist besser. Das klingt schön. So, ein paar Tränke haben wir schon verballert. Das ist geil. Dingens durch auch noch hier verballern, nicht Idiot. Okay. Ja, die Gegner hier sind stark. Geht weg. Da rechts noch irgendwas. Ich konnte mich jetzt nicht so konzentrieren. Ah. Gut. Ja, reicht doch schon so. Der Schwierigkeitsgrad. Nee, ist nichts. Boah, ich Idiot. Okay, ist gut. Leck mich. So, darf ich jetzt durch, danke. Ich werde sicher noch gegen einige Viecher erkämpfen, also spart statt noch ein bisschen auf. Da fragt sich jetzt nur, wo ich als erstes hin muss. Was haben wir hier? Na. Wir möchten jetzt nicht schon auf dem richtigen Weg sein, aber sieht schon wieder so aus. Bah. Wieder zurück. Ja. Kommt ja auch nicht oft, weil ich hier im letzten Dungeon war. Bis auf die 2-3 Mal, in denen ich das Spiel schon mal gespielt habe. Aber naja. So, wieder der eine war jetzt der richtige Weg. Ich hasse es, wenn ich das nicht so erkennen kann. Na, perfekt. Arithmus-Kern. Ein Engadia-Schach entdeckt Kul, die ein seltsames Leuchten ausgibt. Ist das nicht für Excalibur von Espel? Oh, ja, komm schon. Sag mal, ob ich was gegen euch ausrichten kann. Nicht unbedingt im Elf-Schub, aber... Ja, okay, das geben uns schon genug. Mein PS3 geht schon wieder ab. Meine PS3, was? Mein PS3. Oh, nein. Oh.
Yes, sir. Cherry up. Hilfe! Los, spam diesen Angriff jetzt. Ich spam ihn. Ich spam ihn. Oder den hier. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Nein, nicht auf Sherry, nicht auf Sherry. Nein. Spam diesen Angriff. Spam ihn. What? Aua. Sherry, du kannst ruhig mal. Die belebt immer noch nicht so viel wieder machen. Kann. Alter, wie viel halten die aus? Und Sherry, was machst du eigentlich? Wutisch, Mann, da bringt ja gar nichts. Sherry, könntest du mal so viel wieder beleben? Ich möchte jetzt nicht alle meine Tränke hier verbrauchen. Ja. Läuft ja irgendwie alles nicht so nach Plan. Aua. Gibt's doch nicht. Wie viel halten die Viecher aus? Das nehmen wir nochmal. Ich meine, habt ihr gesehen, wie schnell ich Emerald und Richard kaputt gehauen hab? Dann kommen jetzt so normale Gegner und die gehen gar nicht kaputt. Ich darf jetzt nicht viel Erfahrungspunkte kriegen, ne? Da müsste ich auch nicht angriffen, die ganze Zeit spam. Aua. Oh, geil. Mal war aber die Erfahrung und die wenig FP. Okay, noch ein Schwierigkeitsgrad runter. Weil ich nicht 5 Minuten an einen Kampf hier feststecken will. Also mache ich den immer noch den Fensterdruck an. Warum geht denn der nicht aus? Oh, jetzt sieht er aus, gut. Oh. So, weiter. Ich wollte ja unbedingt mit den Dingen weitermachen. Oh, mir fällt gerade auf, habe ich überhaupt... Nee, bis zum Rang 5. Ja, umstellen alles. Weil langsam ist es mir egal. So, weiter. Wir sind noch nicht weit gekommen, finde ich. Ja. Ja. Oh, da unten, das wird lustig. Kommt mir noch bekannt vor. In den Farben. Obwohl, so schwer ist das eigentlich nicht. So, wir gehen hier. Okay, kann ich nicht. Stimmt. So, wenn ihr mir nicht immer noch aufs Maul gibt, ne? Ja. Noch mehr. Hey, cool. Schokolade. Okay, das ging viel schneller. Wie kann denn so ein Unterschied hier zwischen den Schwierigkeitsgraden sein? Ja, okay. Jetzt seht ihr, was passiert, wenn man über eine Farbe zweimal drüber geht. Dann kommt man nämlich zurück. Ist eine Truhe. Alles Teiler. Was? Wie soll ich denn da rüberkommen? Kann ich. Jetzt habe ich doch über. Ich darf nicht zweimal hintereinander, glaube ich, ne? Was? Nein, mitnehmen. So, jetzt hier rüber. Und hier war geil. Rhythmuskern. Moment, 2. Oh. Wir machen einfach nichts, wir lassen uns von dem Scheiß nicht angreifen. Irgendwie spammt er jetzt den Angriff, naja, so, ich darf vielleicht alles einstellen wieder. Ach komm.
Der Angriff ist, gut, also lass mir ihn ruhig an. Ja, lauf doch nicht da rein, Pascal. Jetzt noch mal das Ganze. So, rot, gelb, blau. Rot, gelb, blau. Rot, gelb, blau. Kein Skip, okay. Egal. Ja, ich glaube, jetzt wurden alle was teleportieren. Komme ich dann wieder ganz am Anfang oder was? Nö. Ach so, okay. Das ist auch gut. Njom. Na, wen haben wir denn da? Dullahan. Zweimal? Ja. Warte mal. Ein Geistmonster, das im Guardia-Schacht vorkommt. Okay. Wenn wir die jetzt voll einfach fertig machen, ne? Irgendwie machen wir die voll einfach fertig. Wie kann das denn nur so ein Sprung sein zwischen den Schwierigkeitsgraden? Aua. Gibt's noch nicht. Da, jetzt ziehen wir uns 200 ab. Ich möchte doch beeindrucken. Wow. Okay, so schnell sind die eigentlich nicht kaputt. Aua. K.O. meine ich. Na los, komm. Aua. Ey. Aua. Block. Jetzt schön den Angriff ein, das will. Aua. So, also richtige Bosse sind aber auch nicht. Aua. Oh, Krablitz. Ist doch nicht. Ziehen uns gar nichts ab, ne, aber wir ziehen den auch nichts ab. Komm her. Aua, aua. Und zack. Mein Gott. Wo die Kombos hier? Ich bin doch kein Flipper. Mit Flipper meine ich jetzt nicht den Delfin. Aua. Also lächerlich, ey. Ja, wir ziehen, wir dauert voll lange, bis wir die kaputt kriegen, ne, aber aus irgendeinem Grund ziehen wir uns nichts ab. Aua. Also, komm. Aha. Jetzt, bam, verdammt, er hat abgewehrt. Das ist mein Angriff, zieht nix ab. Kommt mir jedenfalls so vor. Scaring! Look at that experience. Einerscherung. Okay. Malik hat jetzt den Lähmungsresistenztitel, okay. Okay. War ein netter kleiner Happen für zwischendurch. So, jetzt hat er noch eine Erschwung gelernt. Kann auch noch anbleiben. So, Lotus-Aureole. Sperlingsziel. Ich denke mal, wenn er 300-400 Mal. Ne, 300 Mal hat er schon. Wenn er hat 400-500 Mal einsetzt, dann bekommt er auch einen Titel dafür. Aua, Mann. Nicht gegen das Mikro kommen, Mann. Entschuldigung. Das hört man, glaube ich. Ja. Na, geh weg. Na, geh weg. Na, geh weg. Sanaba. Das sind nur die Viecher, die hier so viel aushalten. Ich werde mal versuchen, den letzten Boss auf K
Chaos kaputt zu kriegen. Wäre doch mal ein Finale, oder? Ah, nein. Nein. Vielleicht tot. Nein. Nein, Sharia. Warte mal. Wo sitzt? Eine schon. Oh, cooler Angriff. Ja, das gibt's. Das war knapp. Das ist wie eine Feuer. Viel stärkere Verbesserung von Demon Fang irgendwie. So, Cheria. Cheria? Oh mein Gott. Warum konntest du ja nicht. Mal so viel, wie ich jetzt schon hier verballert habe. So, Schwierigkeitsgrad. Ja, höher. Böse. Nur die Viecher. Mein Gott. Ja, jetzt zieht das aus dem Grund viel mehr ab. Das ist auch ein starker Angriff. Voll heftig der Angriff. Ja, auch gegen Nova und so alles anfällig. Ja, voll die Killer-Angriffe mittlerweile. Ja, es will meine ich natürlich. Yay! Okay, dann Truhe. Kann man da unten, kann man das schon sehen? Oh, da ist eine Truhe. Boah, geh weg, ganz ehrlich. Oh, die baue ich. Ich gehe mal hier unten als erstes. Guck mal, was haben wir denn da? Pennt irgendjemand? Oh. Gegen die Viecher habe ich jetzt gar keinen Bock. Gegen dich habe ich Bock. Prüfen. Ach so, dafür war okay. Der Rhythmuskern kann hier angebracht werden. Der Rhythmuskern anbringen. Hi, na? Abyssion. 261. Mein Gott. Ein legendäres Feuermonster, eine Abgrundsage, das eine Quelle heiliger Kraft bewacht. Ja, Abyssion. Klingt irgendwie wie Tales of the Abyss, ne? Oh mein Gott, was so. Okay, der macht schon wieder richtig Aua. Aha. Und vielleicht ging A, also okay. Komm mal her. Voll wegkommen. Oder auch nicht. Ja komm, ich mach mir jetzt so viel. Zack! Okay, der ist schon ein bisschen stärker. Jetzt. Oh, er hält auch voll viel aus. Gut so. Oh nein. Oh Gott, was zum. Kann das nur so ein riesiger Sprung sein? Ich verstehe nicht. Normal hat die so viel abziehen. So, das denn. Crablets. Jawohl. Allein. Was? Ohne Elf-Schub? Wie geht denn das? Ja, wenn man 25 Kombos hat und eine spezielle Fähigkeit, dann kann man auch die Mystikation so einsetzen. Mein Gott. Der macht uns voll viel Schaden, aber wenn wir ihn treffen. Oh Gott. Dann ist er irgendwie weg einmal. Oh, Hallöchen, du schon wieder. Ist auch irgendwie in jedem Let's Play irgendwie mal 1000 Mal dabei. Außer wenn ich nicht mit der PS3 Let's Play. Ist jetzt auch noch nicht so oft vorgekommen. So, jetzt bist du dran. So, komm her. Was, nur 80? Verdammt. Oh, 97.
Der ist gleich weg. Und zack! Verreck! Mein Gott! Jawohl. Und geschafft. Wow, was, wie viel FP bitte? Argo Iris. Bank FP, Widerstand plus, Endloswelle und was weiß ich. Okay, der war hart. Und dann mal bekommen. Dichtes Prisma-Leuchten, verschrimmtes Kreis zur Wiederherstellung göttlicher Macht benötigt. Ach so, das ist. Das muss für Espels Excalibur sein. Na, ja, mein Gott, jetzt geht mir aber auf den Nerven. Boah, das war knapp. Alles klar. Ich würde gerne in der Nähe einen Speicherpunkt oder so sein. Die Folge wird nämlich lang genug. Mittlerweile. Ich habe noch so ein Argo-Dingenskirchen, deswegen nehme ich mal was an. Sophie? Hey, how did you get through? We can pass, but we have to work together. Okay, let's give it a shot. What's happening to my head? Lambda. Playing with your blocks again, are you? That's a good boy. Are you happy to be praised like that? If so, then you should smile like this. I know it feels strange at first, but in time you'll learn how to smile on your own. Director Cornell. Ah, hello there, Emerald. Sir, I've been thinking, and I believe your methods are mistaken. We're to study Lambda's abilities, not to shape his moral fiber or aesthetics. And that's all we're tasked to do. I believe proceeding with such a plan will inevitably raise a number of grave ethical concerns. Ethical concerns? So you consider it unethical? For me to teach this child how to laugh, or even if I show him what it means to cry? Of course it's unethical. The point remains, this body was provided merely as a convenience for our continued research. A body may influence a soul just as a soul can shape a body. Just look at the child. Every day he becomes more and more human. To tell you the truth, I have a great number of things in store for this interesting young boy, Emerald. I think he may well be the first of his kind to transcend the bounds of humanoids and become a new kind of being. He is indeed nothing less than the hope of our future personified. Huh. Lambda here has a good many things yet to learn, and I want him to grow up to be a healthy and carefree young boy. Yes. He should live as nothing less than human. Did everyone just see that?
That was the research institute on Fodra, right? I believe we saw part of the same vision there. It wasn't just Lambda. Emerald and that man from the institute's records were there too. I don't understand. How could we share a vision like that? Sophie hat, glaube ich, nichts gesehen. It may be because Lambda is trying to merge with this world. Yeah, well, I don't think it was harmful or whatever. Everybody still feel okay? No problems here. I've been thinking about that vision ever since we saw it in the Institute. I guess I'm surprised that Lambda would smile like that. We can't discount the possibility that the vision is a trap of some kind. There could be trouble ahead. Let's move fast, but watch our steps. He did smile, didn't he? Why did Richard choose to be with you, Lambda? Just what are you? Ja, gut, Ruhe. Elf. Ja, aber ich würde sagen, ja, okay. Das war's dann für diese Folge von Let's Play Tales of Graces F. Und ich sehe euch in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Wenn wir weiter im Galia-Schacht rumeiern, begebe ich zu Richard. Bis dahin, ciao.